Oh, wo ich Sie gerade sehe. Ja. Ach Gott, es war ja Katholikentag, wollte ich sagen. Ja. Da ging es um einen ganz anderen Kriegsschauplatz, die Ukraine oder wie einige jetzt schon wieder sagen, die Ukraine. Und dazu gab es beim Katholikentag einen eindrucksvollen Vortrag von Pastoralreferentin Oedergebinde Hölzle-Stöckchen. Liebe Menschen, ich möchte anlässlich der Ukraine-Berichterstattung der letzten Wochen heute eine Lanze für unsere Medien brechen. Und ich möchte Sie, liebe Menschen, herzlich dazu einladen, mit mir zu brechen. Nicht umsonst steckt in dem Wort Berichterstattung das Wort Richter. Und deshalb möchte ich mich ganz herzlich für die angemessene Einseitigkeit des aktuellen Quantitätsjournalismus bedanken. Bei Klaus Kleber, bei der Tagesschau, bei der Süddeutschen Welt, Deutschlandfunk, die uns seit Wochen unermüdlich mit ihren fertigen Urteilen versorgen. Von der Krim, vom Krimmel, Kreml, Krims, Krams, ist ja auch egal. Dank N24 weiß ich, dass Putin bald in Finnland einmarschiert. Auf Phoenix lese ich, dass Moskau seit 5.45 Uhr Putingrad heißt. Und bei Kika habe ich neulich gesehen, dass Putin in Kanada Kinderfotos bestellt. Ich habe bis vor kurzem ja noch gedacht, im Ukraine-Konflikt ginge es einfach um geostrategische Interessen zweier kapitalistischer Lager, Amerika und Russland. Wie falsch ich damit lag, begreife ich erst heute, nachdem ich zum hunderttausendsten Mal lese, dass es sich ja wieder um kalten Krieg handelt. Also ein gutes gegen ein böses System. Liebe Obama-Versteher, entschuldigt bitte meine lange Leitung und bitte sagt das tausendmal Gesagte immer wieder, damit mein Gehirn mal ordentlich durchgefeudelt wird. Am besten mit dem guten alten antirussischen Mob. Ihr habt mich überzeugt. Nicht mit billigen Argumenten, nein, mit der Kraft der Wiederholung. Endlich verstehe ich, was unser Außenschreimeier meint, wenn er sagt, wir Deutschen dürften uns nicht mehr raushalten. Wie rechts er hat. Vor allem, wenn das alles stimmt, was ihr seit Monaten investigativ zudeckt. Na dann mal flink in die Hände gespuckt und ran an die Waffen. Sanktionen sind doch was für Warmduscher. Liebe Zeitungs- und Fernsehredakteure, endlich verstehe ich, Krieg ist die Fortsetzung des Friedens mit anderen Mitteln. Lasst uns die Kretins und Pythins dieser Welt einfach ausradieren mit dem Ratzefummel gaukscher Freiheit. Lasst uns mal richtig Ost erweitern. Bis so viel Westen im Osten ist, dass der Osten nur noch im Wort Pfosten vorkommt. Liebe Berichtbestatter, danke, dass ihr üblen Verschwörungstheorien endlich eine solide Verschwörungspraxis entgegensetzt. Und danke, dass ihr verlässlich mit zweierlei Maß misst. Danke, dass ihr nicht locker lasst und danke, dass ich's nun besser weiß. Danke, denn 70 Jahre Frieden waren der letzte. Dankeschön.